Sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings kosten. Hör! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Meine Lieben, es geht los. Die Pokémon-Liga steht direkt vor uns. Rein mit uns! Und da vorne steht Lorelei auf ihrem Lapras. Wie majestätisch. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Oh, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren, können eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt ja wohl auf der Hand. Sobald ich deine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Also, bist du bereit? Oh, oh. Okay, meine Lieben, ich stehe gerade auf. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber jetzt wird's knifflig. Top 4 Lorelei. Sie ist die stärkste Eistrainerin im gesamten Spiel. Und sie startet mit Yugong. Los geht's, Luca. Liebe Grüße an Luca. Luca Kern. Auch du hast es ins Spiel geschafft als ein Galopper. So, ich möchte mal mit Feuerwirbel starten. Oh nein, ich dachte, ich kann es schon mal in diese Feuerfalle reinbringen. Ja, das wird nicht einfach. Luca. Ich habe jetzt ein paar Pokémon nach euch benannt, wie zum Beispiel auch Michael Ledergerber. Er ist nämlich Magma. Pikachu, ich brauche kurz einen Donnerblitz von dir, denn sonst haben wir große Probleme gegen Yugong. Nicht so schnell. Yugong, aufgepasst. Gar nicht mal so übel. Yugong, trotzdem, gut gemacht, komm zurück. Na dann, ich würde sagen, es steht 1:1, Katze. Ja, das stimmt, Lorelei, mein Lieben. Hier kommt der Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr verpasst. So, Pikachu zurück, los geht's, Monika Fibika! Auch du hast ein Pokémon bekommen, nämlich das legendäre Lavados, weil du immer sehr, sehr fleißig kommentierst. Lavados, komm, Hitzewelle, zeig diesen... Nein! Rosana ist schneller, nicht wie der Todeskuss. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten gegen Rosanas, die mit Todeskuss mich immer einschläfern. Rosana ist ein echt sehr starkes und praktisches Pokémon. Kann ich nur empfehlen, ein Rosana ins Team zu nehmen. Ich muss Monika unbedingt wieder aufwecken mit Hyperheiler. Aufwachen, Lavados! So, Lavados ist wach jetzt. Oh, Blizzard. Ja, zieht mittelmäßig ab. Ich bin zwar von Typ Feuer, was Eis wirkungslos macht, aber auch von Typ Flug. Daher hebt sich das wieder auf. Okay, oh nein. Ja, ich habe wahrscheinlich zu sehr auf Feuer-Pokémon gesetzt. Okay, Michael, du bist unser Magma. Los geht's, Michael! Magma! Wow, Magma ist so cool, wenn es nur ein bisschen stärker wäre, ein höheres Level. Sehr gut, Feuersturm, nein, verfehlt! Gerade Feuersturm, oh nein! Ich wollte immer sehen, wie Feuersturm aussieht. Psychokinese, halten wir aus und jetzt Feuersturm geht wieder daneben. Was ist denn heute los? Es ist so ein spannender Kampf. Ein spannender Kampf liegt in der Luft. Michael, nein! Oh Mann, hast du nicht mehr zu bieten, Katze? Du bist doch nicht umsonst hierher gekommen. Ich dachte, du hast alle 8 Arena-Orden. Aber so wie du dich anstellst, bist du echt schwach. Lorelei, nimm den Mund nicht so voll. Los geht's, Zapdos! Zapdos! So, jetzt brauchen wir aber mal Donnerblitz. Wir probieren's. Oh, Blizzard, das kann böse enden. Nein! Schnell! Mal sehen, wie das abzieht. Oh, nicht genug! Und es war sogar noch ein Volltreffer. Warum ist Rosana so stark? Lichtschild, warum habe ich nicht früher Lichtschild eingesetzt? So gut. So gut. Okay, mit dem Lichtschild sind wir schon mal etwas geschützt. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt einen Hypertrank für Sweet Leonie. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, wie bei den anderen. So, gleich ist Zapdos wieder fit. Und wie gesagt, Lichtschild lässt Blizzard gar nicht mal so viel abziehen. Schaut mal. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein Viertel. Zapdos, jetzt nochmal die Donnerblitzattacke. Aber schnell, nein, das kann nicht wahr sein. Oh Mann.
Ja, meine Lieben, die stärksten Trainer erwarten uns hier in diesem Spiel. Rosana, unglaublich schönes und starkes Pokémon. Lorelei, glaub nicht, dass du eine Chance gegen uns hast. Ach ja, so wie es gerade aussieht, habe ich aber eine sehr gute Chance. Denn du stellst dich gerade nicht so klug an, muss ich sagen. Ja, es gibt ein paar Fehltritte meinerseits, da gebe ich dir recht. Aber Zapdos, ach, das gibt's nicht, das gibt's einfach nicht. Sie müssen ständig einschläfern. Okay, na komm schon. Irgendwie haben wir mit der Zeit den Dreh schon raus. Wir müssen nur einen Weg finden, um an Rosana vorbeizukommen. Eisheiler bringt mir alles gar nichts. Wo ist denn jetzt hier Top-Genesung? Heilen und Schlaf entfernen. Also Top-Genesung heilt den Statuswert oder die Statusveränderung wie Paralyse, Verbrennung, Vergiftung, Vereisung. Habe ich was vergessen? Schlaf. Aber auch heilt KP komplett auf. Kostet aber auch 3000 Poké-Dollar im Supermarkt. Sehr, sehr teurer Gegenstand. Wahrscheinlich sogar der teuerste, den es gibt. So, oh Mann. Ich komme hier nicht anders durch. Ich brauche ein schnelleres Pokémon. Kurz gesagt, ich brauche Pikachu. Zapdos, komm erstmal zurück. Danke für deine Hilfe. Los geht's, Pikachu. Halte durch. Okay. Den schnappen wir uns jetzt. Rosana, glaub nicht, dass du jetzt hier durchkommen wirst. Psychokinese war nicht schlecht, aber was hältst du von meinem Donnerblitz? Pikachu! So, wow, Rosana gebrutzelt. Ja, Rosana, du hast gute Arbeit geleistet. Okay. Aber was hältst du von meinem Austoss? Austoss! Ja, Austoss. Hohe Verteidigung, niedrige Spezialverteidigung. Für Pikachu kein Problem. Einmal Donnerblitz schön in die Mitte, direkt in die dunkle Perle. Und tschüss. Wirkt ein bisschen manchmal wie ein Geist-Pokémon, wie ein Nebulak in einer Muschel. In einer Muschel, wie ich das sage. In einer Muschel. So. Und los geht's, Lapras. Lapras, ja. Lapras ist ihr stärkstes Pokémon. Wundert mich ein bisschen, dass sie das nicht zum Schluss einsetzt. Donnerblitz. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass es nicht alles abzieht, aber doch relativ viel. Achtung, Blizzard. Oh, gerade von Lapras sehr, sehr gefährlich. Aber Pikachu gut gemeistert. Jetzt kommt bestimmt ein Top-Trank oder ähnliches von ihr. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich muss mein Donnerblitz ein bisschen sparen, deswegen habe ich jetzt eine Wasserattacke eingesetzt. Weil man kann sich nach dem Kampf nicht heilen. Ich habe Elixiere und sowas, aber naja, im Fall der Fälle. Pokémon wechseln! Nein, wir bleiben bei Pikachu, würde ich sagen. Lamus kriegen wir auch noch klein. Los geht's, Lamus. Komm, du wirst sie schon noch knacken, Lamus. Achte nur auf ihren Donnerblitz. Okay, Donnerblitz, Pikachu. Ah, Lamus. Das kann nicht wahr sein. Gar nicht mal so übel, Katze. Gar nicht mal so übel. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Tja, Lorelei. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen. Aber sei vorsichtig. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf das, was dich in der Pokémon-Liga noch erwartet. Okay. Puh. Ja, okay, sie sagt nochmal das Gleiche. Ja, bevor wir in den nächsten Raum gehen, müssen wir unbedingt unser Team kurz checken und wechseln. Denn mit Feuer-Pokémon werde ich gegen den nächsten Kampf nicht viel ausrichten können. Daher gibt es jetzt einen Wechsel. Ich nehme Kokowai ins Team, da Kokowai ein Pflanzen-Drachen-Pokémon ist. Pflanzen-Pokémon sind gar nicht mal so verkehrt in den Kampf. Außerdem empfehle ich Psycho-Pokémon, Flug-Pokémon und ein Wasser-Pokémon ist auch nicht schlecht. So, Monika. Feuer brauche ich jetzt echt gar nicht. Isle of Cats nehme ich auf jeden Fall wieder zurück ins Team. Sie gehört aktuell noch zum Hauptteam. Quapsel, ja gut. Tanja, Tentoxa. Michelle. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber ist immer noch besser als Zapdos. Wobei Zapdos Bohrschnabel kann. Aber ich lasse es mal so. Leop. Du kommst noch mit rein. Eis ist auch ganz gut. Aquana.
Ja, Aquana wäre auch nicht schlecht. Ja, machen wir das so. Ich glaube, mit Aerodactyl werde ich nicht so viel Freude haben, auch wenn Fliegen natürlich praktisch ist. Aber jetzt habe ich zu wenig Flug im Team, zu wenig Flug-Pokémon. Egal, wir machen das mal so. Ich möchte das mal so stehen lassen. Hypertrank noch für Pikachu, damit Pikachu wieder voll ist. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, ob wir unserem Pokémon noch Attacken beibringen. Kukowai nehme ich mal raus wieder. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt der nächste Top-4-Gegner. Schaut mal, da vorne steht er schon. Kukowai, ich sehe nichts. Ich bin Bruno von den Top 4. Wer nie stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst und meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Katze, nicht wahr? Sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings kosten. Oh Gott. Okay, okay. Der stärkste Kampftrainer des Spiels. Nicht umsonst gehört er zu den Top 4. Das ist Bruno. Der starke, durchtrainierte Kampfmeister. Okay, Isle of Cats, du bist an der Reihe. Kommst du gegen dieses Onix an? Vielleicht schon mit Erdbeben oder Kraftkoloss. Probier es aus. Am besten mit... Ich überlege... Erdbeben. Los, Nidoqueen! Wumps. Ja, Onix hat natürlich dementsprechend auch eine gewisse Verteidigung. Tarnsteine! Diese Tarnsteine werden dir langfristig im Weg stehen. Und dich immer wieder anstacheln, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, Achtung, Erdbeben von Onix. Sehr gut, Isle of Cats, sehr gut pariert. Jetzt Kraftkoloss. Wow. Schade. Und meine Verteidigung sinkt. Viel zu gefährlich. Ich probiere es trotzdem nochmal Kraftkoloss hinterher. Nein, Erdbeben. Oh, sieht gar nicht gut aus. Schade. Schade. Teppichtörtchen. Onix. Sehr gut gemacht. Gegen den nächsten wirst du auch noch gewinnen können. Ach ja, los geht's, Marco. Garados. Garados gegen Onix. Ich liebe solche spannenden Kämpfe. Okay, dann mal los. Nicht so schnell. Einmal hier. Drachenpuls. Tschüss, Onix. Ah, gut gemacht. Okay, Zeit für mein nächstes Pokémon. Es ist ein Kampf-Pokémon. Okay, wir bleiben mal Garados. Gegen Kampfattacken sollten wir Chancen haben. So, am besten machen wir Hyperstrahl. Nein, natürlich kein Donnerschlag. Warum habe ich nicht dran gedacht? Warum? Oh Mann, so ein peinlicher Fehler. Es kann doch die ganzen Elementarangriffe. Oh, weia. Ja, es kann auch Eis... Oh, nein! Eishieb und ich habe vierfache Eisschwäche mit Kukowai. Egal, Kukowai im Kampf, man sieht seinen Kopf nicht, so groß steht er. Erstmal einschläfern, wenn ich schaffen sollte. Autsch, Kukowai schon besiegt, ja. Tolles Pokémon. Mein riesiges Kukowai ging kaputt. Okay, Pikachu. Dass die Top 4 am Anfang immer so stark sein muss. Die ersten drei Pokémon gingen mal ratzfatz kaputt. Und ich kann ja nicht ins Pokémon Center gehen. Das ist das Problem. Aber Nocturne ist so ein starkes Kampf-Pokémon. Gerade mit den Elementarangriffen. Donnerblitz. Oh, weia. Okay. So, Donnerblitz. Und jetzt nochmal schön Nocturne brutzeln. Nicht übel. Wie lautet dein Name? Verrate ihn mir. Ich heiße Katzon, ich komme aus Alabastia. Ah, wirklich? Das erinnert mich an Thomas. Thomas kam auch aus Alabastia. Was? Sag nicht, dass Thomas auch hier in der Pokémon-Liga ist. Und ob er hier ist. Er ist schon bei der nächsten Trainerin. Was? Er ist mir einen Schritt voraus? Okay, jetzt muss ich aber Gas geben. Leop, du bist dran. Schön, dass Arktos mal wieder im Spiel ist. Arktos gegen Machomai. Manche sagen auch Machomai. Ich sag Machomai, mir egal. Eisstrahl, Reflektor erstmal. Ich spiele auf Nummer sicher. Reflektor, physische Attacken minimieren. So, Steinhagel, haha, verfehlt. Sehr gut. Aerodactyl? Quatsch. Arktos, Eisstrahl, schnell.
Sollte nicht so viel abziehen. Ja, nicht gegen den Gürtel. Schon irgendwie den Brustbereich attackieren. Was? Hat das so viel abgezogen, trotz Reflektor? Ich glaube, ich werde verrückt. Das gibt's ja nicht. Okay, Pikachu, jetzt aber schnell. Jetzt musst du aber richtig mal Gas geben, ja? Okay, Pikachu, Achtung. Na, spitze Steine treffen uns. So, jetzt mal Donnerblitz. Mal gucken, Machomai kann schon ordentlich austeilen, muss ich sagen. Das stärkste Kampf-Pokémon im Spiel, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh, ja. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Ich sollte nicht mal so hoch pokern. Plätschersurfer, schnell. Oh nein, Machomai, ausweichen. Das gibt's nicht. Nicht so schlecht. Aber noch hast du den Kampf nicht gewonnen. Ich besitze noch zwei Pokémon. Du hast Quappo? Seit wann hast du Quappo? Sonst hast du immer zwei Onix gehabt. Okay, Quappo. Es ist zwar ein Elektro-Pokémon, aber du schaffst es trotzdem. Nein, 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 nein. So weit lassen wir es gar nicht erst kommen. Ah, schlecht eingewechselt von mir, muss ich schon zugeben. Komm zurück, Quappo. Theoretisch hat er noch ein Kickli, oder? Ob ich noch ein Kickli hab? Ganz richtig. Okay, ich wechsle mal lieber in Giancarlo rein. Giancarlo kann sicherlich ein bisschen was von den Angriffen rausnehmen. Weil Aquan eine gute Verteidigung hat. Komm, wir schaffen das. Kickli, 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 Kickli. Okay, Siedewasser gibt's jetzt erstmal. Kickli, pow! Wow, der Angriff war echt gut. Vielleicht kann ich's verbrennen. Schade, kann ich nicht. Ah, na gut. Ja, ich komme eh nicht durch. Nein. Wow, 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 wow. Ja, das ging schnell. Okay. 1 gegen 1. Mein letztes Pokémon ist Pikachu. Sein letztes Pokémon ist Kickli. Ich möchte nicht verlieren. Bitte. Ich habe bisher noch nie im Spiel verloren. Das soll sich nicht ändern. Pikachu, bitte sei vorsichtig. Spitze Steine treffen mich nochmal. Ich brauche einen Hypertrank. Was für ein spannendes Abenteuer. Was für ein spannender Kampf gegen Bruno. Top 4 der Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Okay, Durchbruch. Schnell, Kickli. Ein Volltreffer. Gut, dass du dich geheilt hast. Donnerblitz, schnell, Pikachu. Ah, Kickli. Gut gemacht. Durchbruch, schnell. Okay, beenden wir das Spielchen. Pikachu, ruckzuck, hieb. Und schwupps. Ah, Kickli. Gut gemacht. Komm zurück. Respekt, Katze. Wie kann das sein? Wie konnte ich verlieren? Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Oh weia. Kokowai, ich sehe nichts. Alles okay bei dir? Kokowai sieht aus, als würde es jederzeit umkippen. Bitte tu das nicht, du bist viel zu riesig. Sonst gibt's ein kleines Erdbeben. Wow. Wow, das waren nur die ersten zwei Trainer. Nur die ersten zwei Trainer. Aber es warten noch zwei Trainer auf uns, die noch stärker als die zwei hier sind. Das, meine Lieben, ist nicht umsonst die Top 4, die Pokémon-Liga. Hier warten die stärksten Trainer auf einen. Für den nächsten Kampf lohnt es sich, Psycho-Pokémon, Geist-Pokémon, Unlicht-Pokémon im Team zu haben. Gerne auch vielleicht ein Elektro-Pokémon. Pokémon, die hohe Spezialangriffswerte haben. Ja, Elektroball. Kannst du was Gutes? Naja. Du hast eben leider nicht so ein hohes Level. Rosana ist ein Psycho-Pokémon. Kann sich auch lohnen. Ich glaube, Rosana nehme ich sogar ins Team. Und ich werde die Pokémon noch umbenennen. Nicht in dieser Folge, aber wahrscheinlich in der nächsten. Und ja. Was machen wir noch? Yugong. Aber ja. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. So, Team. Wie sieht es denn aktuell aus? Nicht gerade ausgewogen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Rosana, komm du erstmal raus. Wie geht's dir, ha? Huh? Schön, dich zu sehen. Alles gut bei dir? Rosana schluckt nervös. Das verstehe ich, denn wir sind hier nicht umsonst bei der Top 4. Meine Lieben, wie geht es weiter? Werden wir die nächsten zwei Gegner auch noch besiegen? Oder wird unser Abenteuer hier enden, weil wir verlieren?
Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Rechts oben tippt mit eurem Finger da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bleibt katztastisch!